Zack. Läuft wieder. Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich würde sagen, dieses Jahr lassen wir uns ein bisschen ruhiger an und ich zeige dir drei Ordnungssysteme für deine Werkstatt. So, wir lassen es etwas ruhiger angehen, hatte ich gerade erwähnt gehabt, habe das Wort ein bisschen verschluckt. Und zwar möchte ich euch drei Sachen zeigen, die vielleicht auch in Vergessenheit geraten sind, die aber für mich sehr, sehr nützlich sind in der Werkstatt. Und ich weiß nicht, vielleicht ist ja der ein oder andere bei euch dabei jetzt, der sich gerade eine Werkstatt über die Weihnachtszeit bzw. über die Wintermonate einrichtet. Und dann ist das Video auf jeden Fall was für dich. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem schwierigsten Projekt an. Für euch Profis wird es wahrscheinlich nicht schwierig sein. Ich allerdings finde, wenn man sich gerade so eine Werkstatt einrichtet, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, weil ganz, ganz viele Grundvoraussetzungen wie eine Tischbohrmaschine, eine Kreissäge und so weiter und so fort fehlen. Aber dennoch finde ich, ist das wirklich ein ganz, ganz tolles Ordnungssystem, was in keiner Werkstatt fehlen darf. Und ich persönlich hätte es mir... Also jetzt bereue ich es, dass ich es so klein gebaut habe. Ich hätte es mir doppelt so groß bauen müssen, weil es platzt wirklich schon aus allen Nähten. Was ist es? Genau, das ist mein Werkzeugschrank bzw. Bohrschrank, Fräserschrank. Das ist ein Projekt, was ich, glaube ich, vor 2 Jahren gebaut habe. Beispielsweise habe ich jetzt hier Holzbohrer drin, Metallbohrer, meine Standardfräser für die Oberfräse. Natürlich habe ich hier nochmal ein paar Extravagante hier unten liegen, Forstnerbohrer, nochmal ein paar Kegelsenker bzw. Stufensenker, Kegelsenker, Falzfräser. Alles hier habe ich platziert, also rund um das Thema Bohren und Fräsen. Und natürlich könnt ihr das Ganze noch größer bauen. Wie gesagt, ich hätte es mir gewünscht, dass ich das Ganze noch mal größer baue, vielleicht in die Höhe her. Oben habe ich ja hier rund 20 cm verschenkt. Die fehlen mir natürlich jetzt ein bisschen. Das System ist wirklich unverzichtbar in der Werkstatt. Es ist wirklich sehr, sehr gut platziert. Jeder weiß, wo sich die Bohrer befinden. Und das finde ich auch gut so. Da muss man nicht stundenlang in der Schublade rumkramen und suchen, sondern jeder, der in der Werkstatt ist, findet oder weiß sofort, wo der Bohrer am Platz ist, welche Größe hier ist und so weiter und so fort. Zusätzlich habe ich das Ganze nochmal abgedichtet mit einem Vorlegeband. Somit ist das Ganze wirklich sehr, sehr staubdicht. Natürlich so ein, zwei Staubkörner können hier mal reinfallen, ist nicht so schlimm. Aber ihr schützt wirklich damit das Werkzeug. Natürlich könnt ihr auch hier Kameraequipment und so weiter und so fort, hochempfindliche Messwerkzeuge, Werkzeuge können natürlich hier auch Platz finden. Jetzt nicht erschrecken, die Werkstatttour 2020 kam jetzt am 31. und am 30.12. raus. Das Video werde ich mir da oben verlinken. Dann machen wir eine kleine Werkstatttour, wie ihr die kennt. Übrigens haben mich ganz, ganz viele angeschrieben und gesagt, du machst das alles nach, die Werkstatttouren, das ist total langweilig oder gibt es schon ganz verhäuft. Ich muss sagen, ich glaube, ich war einer der Ersten, der Werkstatttouren überhaupt gemacht hat auf YouTube. Also das mal ganz, ganz vorsichtig nebenbei angemerkt. So, jetzt das Zweite, was auch schon Ewigkeiten her ist, was ich aber nicht missen möchte und was super, super günstig ist zum Nachbauen, dieses, ich sage jetzt mal in Klammern, Schwerlastregal. Das habe ich, wie gesagt, vor 2 Jahren gebaut, möchte ich nicht mal missen. Ich lagere hier, ja, zurzeit lagere ich hier nicht wirklich viel Holz oder Materialien, aber es ist wirklich sehr, sehr nützlich in der Werkstatt. Und das sollte wirklich jede Werkstatt haben, beziehungsweise je nachdem, ob ihr Platz habt, aber dann könnt ihr wirklich schön sauber das Material einsortieren. Also ich bin immer ein großer Fan von Ordnung und das Regal eignet sich eigentlich ideal dazu. Vor allem, es kostet euch fast gar nichts. Das Video dazu werde ich dir mal hier oben verlinken. Das nächste Ordnungssystem sollte auch in keiner Werkstatt fehlen, wenn nicht sogar in jedem Hobbykeller bzw. Garage. Ich denke, der keine Lackierpistole hat oder einen größeren Kompressor, um zu lackieren, hat bestimmt ganz, ganz viele Spraydosen zu Hause, wie ich jetzt hier auch. Und um diese übersichtlich zu platzieren bzw. Ordnung reinzubringen, habe ich mir dieses Regal gebaut. Allerdings muss ich sagen, dass ich über die Zeit die Holzstangen, das sind 10 mm Rundstangen, die haben sich so leicht verbogen. Und die würde ich heute aus Aluminium bauen. Ansonsten ist das System wirklich sehr, sehr einfach nachzubauen. Und ihr habt die Spraydosen alle wirklich
übersichtlich platziert. Also ein ganz, ganz einfaches System, kostet nicht die Welt und ist ganz, ganz einfach nachzubauen. Und das sollte natürlich auch in keiner Werkstatt fehlen. Das passende Video werde ich dir auch hier oben in den Eck verlinken. Ja, das waren meine drei Ordnungssysteme, die ich euch empfehlen kann. Wie gesagt, ich lasse das dieses Jahr so ein bisschen langsam angehen. Wenn ihr Videowünsche habt oder Vorschläge, könnt ihr die gerne da lassen. Ansonsten könnt ihr mir mal sagen, was ihr schon nachgebaut habt von den drei Dingen, die ich euch gerade gezeigt habe. Und dann natürlich, was darf in keiner Werkstatt fehlen oder was möchte ich nicht mehr missen? French Klebwand. Das ist wirklich das allerbeste, was ihr bei euch in der Werkstatt einbauen könnt. Natürlich gibt es hier Lochsysteme im Baumarkt zu erwerben, ganz, ganz günstig. Kriegt ihr hinterhergeschmissen. Aber so eine French-Klebwand, das ist natürlich jetzt eine Ausführung mit Siebdruckplatte, die nicht so günstig ist. Aber ihr könnt das Ganze natürlich auch noch kostengünstig nachbauen. Darüber gibt es auch ein extra Video über so eine French-Klebwand, auch auf was du achten musst. Das werde ich dir mal hier oben verlinken. Ansonsten möchte ich diese Wand hier, beziehungsweise ich habe davon zwei, nicht mehr missen. Das kann ich euch auch noch empfehlen als vierten Punkt. Ein richtig, richtig tolles Ordnungssystem für die Werkstatt. Da ist nämlich die zweite French-Klebwand im Hintergrund. Wie gesagt, ein richtig, richtig tolles Ordnungssystem. Ich hoffe, du hattest Spaß bei diesem Video. Würde mich freuen, wenn du nächsten Freitag wieder mit dabei bist. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren. Und für alle Neulinge, schaut bitte im 5-Minuten-Update rein. Ich werde dir das jetzt hier verlinken. Das ist ein, man kann sagen, einmal im Monat kommen News raus für den Kanal. Ich nenne es immer 5-Minuten-Update. Ist eine längere Geschichte. Schaut dort mal bitte, bitte vorbei. Denn es gibt da ganz, ganz viel aufzulösen. Und die Leute, die Gewinner, melden sich einfach nicht. Ich weiß auch nicht, warum. So, ciao.